Nebenwirkungen auftreten können, die gehen dann auch nach einiger Zeit weg. Das sind also Appetitveränderungen, Unruhe, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Schwitzen. Hier müssen wir nachfragen, das ist ja ein Schamthema, das darf natürlich nicht sein. Da müssen wir das separat entdecken. Was gut ist an diesen Substanzen, im Gegensatz zu den früheren, die wir nicht mehr verwenden, das meinst du über die trizyklischen Antidepressiva oder tetrazyklischen Antidepressiva, diese neuen Medikamente wirken nicht negativ auf Herz und Kreislauf. Denn das haben die früheren getan, deswegen konnte man sich mit einer Überdosis dieser alten Medikamente auch Leben nehmen im schlimmsten Fall. Das ist also mit den SSRI nicht mehr